Auch der PlayStation 5 DualSense Controller lässt sich mit dem Computer verbinden und verwenden. Wie du das bei dir daheim umsetzt, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Abonniere meinen Kanal jetzt für weitere kompakte Erklärvideos rund um das Thema PS5, PC und Handy. Zunächst einmal solltest du wissen, dass nicht alle Computerspiele einen Controller zur Steuerung zulassen. Und natürlich gerade die Features, die den DualSense auszeichnen, also zum Beispiel das haptische Feedback am Computer, nicht unterstützt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, den DualSense Controller der PlayStation 5 mit dem Computer zu verbinden. Zum einen die Option über eine Verbindung per Kabel und zum anderen über eine Bluetooth-Schnittstelle. Wähle jetzt über die Timecodes im Video, in der Video-Timeline oder der Beschreibung die Lösung, die für dich in Frage kommt. Wenn ich dir mit meinem Video helfen kann, würde ich mich auch jetzt schon sehr über eine positive Bewertung freuen. Um den DualSense Controller über ein Kabel mit dem Computer zu verbinden, ist ein USB Typ C auf USB Typ A Kabel notwendig. Oder einfach gesagt, so eins hier. Im Standardlieferumfang der PlayStation 5 ist so ein Kabel schon enthalten. Hast du deins verklüngelt, findest du ein passendes Kabel unten in der Videobeschreibung. Wenn dein Computer über eine Typ C Schnittstelle verfügt, könntest du auch ein USB Typ C auf USB Typ C Kabel verwenden. Findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Im nächsten Schritt verbindest du den Controller über das Kabel mit dem PC. Jetzt muss der DualSense Controller nur noch richtig konfiguriert werden. Das funktioniert über die kostenlose Software der Spielevertriebsplattform Steam. Einen Link zu Steam findest du unten in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle im Video geht es zur Einrichtung des Controllers. Schauen wir uns jetzt einmal die Methode der Verbindung über Bluetooth an. Was du dafür brauchst, ist einen Bluetooth-fähigen Computer. Entweder sitzt auf deinem Mainboard schon so eine Schnittstelle oder du kannst deinen PC kostengünstig über so einen Stick um diese Funktion erweitern. Einen Link zu so einem Bluetooth-Stick findest du unten in der Videobeschreibung. Sobald die Bluetooth-Hardware eingerichtet wurde, muss nur noch der Controller mit dem PC verbunden werden. Wechsel dafür auf deinem Computer in die Einstellungen und durchsuche die nach der Bluetooth- und andere Geräte-Option. Klicke hier angekommen auf Gerät hinzufügen und wähle Bluetooth aus. Damit der Controller hier auch angezeigt wird, muss der Pairing-Modus aktiviert werden. Das funktioniert wie schon beim PS4-Controller über gleichzeitiges Gedrückthalten der PlayStation und Share-Taste rechts neben dem Touchpad. Du hältst so lange gedrückt, bis die LEDs um das Touchpad anfangen schnell zu blinken. Am PC ausgewählt ist dein DualSense-Controller nun verbunden. Um den Controller jetzt richtig für dein Spiel zu konfigurieren, brauchst du die kostenlose Software der Spielevertriebsplattform Steam. Einen Link zum Download findest du unten in der Videobeschreibung. Um den Controller jetzt richtig mit Steam zu konfigurieren, musst du bei deiner ersten Verbindung vom Gamepad die Tastenbelegung festlegen. Das funktioniert, indem du Steam öffnest und oben über Ansicht in die Einstellungen und von dort aus in die allgemeinen Controller-Einstellungen wechselst. Hier angekommen klickst du unten auf Erkannte Controller und musst jetzt einmal alle angezeigten Tasten so ähnlich wie die Positionierung oben links auf dem Controller ist, auf dein DualSense übertragen. Das heißt, du klickst auf deinem DualSense Controller in etwa die Tasten, die auf dem oben abgebildeten Controller grün leuchten. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, bestätigst du mit Speichern, gibst jetzt noch einen Namen ein und klickst dann auf Nein, danke. Um auch Spiele zu zocken, die nicht selbst von Steam sind, klickst du oben links auf Spiele und dort auf Steam fremdes Spiel meiner Bibliothek hinzufügen. Aus der sich nun öffnenden Liste kannst du per Auswahl oder Fahrtsuche Spiele hinzufügen und die dann auch mit dem Controller spielen. Als nächstes musst du in den Big Picture Modus wechseln. Das funktioniert über diesen Button oben rechts. Hier angekommen klickst du auf Bibliothek, wählst das Spiel aus, welches du spielen möchtest, klickst auf Verknüpfung verwalten und hier angekommen noch einmal auf Controller Konfiguration. Jetzt kannst du für jede Taste, die du normalerweise auf der Tastatur ausübst, den Befehl auf den DualSense Controller übertragen. Wie genau du das gestaltest, hängt von dem Spiel ab, welches du spielen möchtest. Wenn ich dir helfen konnte, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht interessiert dich ja noch eins dieser beiden Videos hier. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!